Rentnermummeln.de. Was war das nochmal? Ach du Dummer! Wie kann man denn so... Imagine, du kaufst die Seite Rentnermummeln.de ein und das redirectet direkt zu meinem Stream. Mann, ich hab's vergessen. Fick dich! Mann! Moin, Gersani, ich hoffe, euch geht's gut. Hoffe, es verläuft, kleiner Einspieler. Am Montagmorgen, Bühne um 11 Uhr, ich hoffe, ihr hattet einen sahnigen Start in der Woche. Ja, was habe ich denn hier Feines für euch? Ich habe hier eine Imposter-Runde mit der Main-Lobby. Da habe ich mit dem Fresh Friends mein Unwesen getrieben. Wir haben da unter anderem gegen Maluna gespielt, Flash, Chantau, ihr kennt die Legenden. Und dann noch eine 15er-Legenden-Lobby. Da waren wir zu Gast beim guten Terste. Und es waren richtig geile Runden. Falls ihr es genauso seht, ne, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit der Folge. Haut rein, Kinders. Peace! Oh. Oha. So. Hier jemand? Nö. Oh oh. Sehr ruhig die Runde, ne? Vorbeigelaufen. Ah. Hola. Ja, oh, ich weiß okay. Nicht, der ist Hola. Wahrscheinlich schon einen Ticken länger tot. Wo liegt würde ich sagen. Unten links vor Admin. An diesem einen Pylon, den du auch siehst, wenn du in Weapons drin stehst. Mhm. Mhm. An dem Labyrinth. Hey. Mhm. Ja, ja, genau. Genau. An dem. Aber Lifeline-Info ungefähr. Der ist noch nicht also, so lange tot. Wir waren ja alle beim Lichtfixen. Und dann ist er schon tot gewesen, wo du mir entgegengekommen bist? Ja, nee. Ich bin zu Lifeline gelaufen, da war ich mit Chantau. Und dann bin ich links raus, weil ich drei Leute in O2 gesehen habe. Das war Bart. Wer weint denn da? Franz. Er heult dann so komisch. Nicht so. Das ist Mazat. Bart, Franz und Franzi. Baso war auch. Das sagen, das ist Mazat. Darf ich mal ganz kurz fragen? Wer war denn als erstes da beim ersten Licht zum Fixen? Baso. Ich und sure? Super viele andere. Ja, und ich Franz, ich meine, ich habe nämlich Orange gesehen. Ich war eigentlich die allererste, die da war. Und ich wollte gerade die Schalter umlegen. Auf einmal wird da wild rumgeklickt wie sonst was. Und ich habe mir nur Orange gemerkt. Deswegen. Also Baso stand dran, ich bin rangelaufen. Und dann ist wirklich lange Zeit nichts passiert. Und dann habe ich geklickt und dann warst du anscheinend dran. Und dann hatte ich auch die Schnauze voll und bin weggegangen. Und dann kamen alle anderen hinzu. Aber Baso stand dran und hat nicht gefixt. Ist das Licht. Also nein, ich habe die ganze Zeit wieder gedrückt und jemand hat dagegen gedrückt. Immer wieder. Und dann bin ich weggegangen und habe mich zu seiner nur gesehen, wie dauernd die Schalter hoch und runter sind. Ich hatte gar keinen Bock dagegen anzugreifen und bin direkt weggegangen. Der liegt doch. Also, Klassiker. Sag nochmal, an welchem Pylon der liegt. Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Der liegt der unten links bei Weapons. Bei Weapons, ja. Der. Wenn du aus Admin rausgehst, links. Genau der. Wenn der frisch ist. Da, wo die Labyrinth-Laterne ist. Also, okay. Der ist nicht super frisch. Der ist nicht super frisch. Der ist mir ist niemand so entgegengekommen, Bart. Ich glaube, den letzten, den ich da entgegengekommen. Also, vielleicht ist er hochgewertet. Ich habe ganz allein das Licht angemacht, das zweite. Da mir ist Vlesk entgegengekommen aus der Richtung. Es kann aber sein,
Gerne. Also, dass er mal vorbeigelaufen ist, weil ich bin da auch einmal vorbeigelaufen. Nee, wenn er frisch war, Vlesk war in O2. Ja, ich weiß, aber Vlesk ist mir vorher, bevor du da vorbeigelaufen bist. Ja, aber Vlesk ist aus O2 rausgelaufen, ist gerade eben erst wieder zurückgekommen. Der war schon tot, bevor du da langgelaufen bist, Franz. Also ich würde da, glaube ich, nur Basel ausnehmen. Okay. Ansonsten keine Ahnung. Okay. Also ich würde hier... Ich glaube, zeitmäßig waren wir dann Electrical. Das sind mit... Achso. Sag ich auch. Ja. Das ist jetzt natürlich... Ist nicht gemutet. Malona, du bist nicht gemutet. Hä, immer noch nicht? Wie manchmal jetzt? Spinnt Discord ein bisschen. Mute dich per Hand, das ist am besten. Ja, bitte. Ja, ich habe Tim Horus gefunden im Labor. Aha. Er ist tot. Oh. Oh. Bist du dir sicher? Hat er noch gezuppt? Oh. Er hat keinen Puls mehr. Er ist von uns gegangen. Biber Baso? Mein Puls ist gerade bei 78. Was passierte denn, nachdem wir uns im Labor gecrossed haben? Oh. Ja, ich bin ins Bestimmen reingegangen, Franz. Und du? Ich bin jetzt vor Electrical dann, ne? Und war bei Camps. Mhm. Ja, aber ich bin ins Kessel reingegangen. Du ins Labor, ne, Franz? Okay. Ja, Flask? Kill ist geschehen vor 11 Sekunden. Oh, da muss ich jetzt mal fragen. Das passt zeitlich nicht. War so? Warst du jetzt gerade in Admin? Das ist korrekt, Han. Okay. Gibt's in der Runde? Was hast du denn ins Specimen gemacht? Ich habe ein bisschen die Specimen angeguckt und ich glaube, Bart war da auch drin und dann bin ich ins Admin gelaufen und habe Hahn gesehen und bin jetzt gerade an der Lifeline gewesen. Ja. Das klingt sehr ehrlich. Also ich war gerade halt an Admin. Klingt sehr glaubwürdig. Dann ging ja Camouflage an, da hatte ich erstmal Angst um mein Leben, dann bin ich an Lifeline gegangen, da waren schon zwei Leute tot. Und ich glaube, ist gestorben, ne? Oh, die ist auch tot. Und Baso, ich glaube, Baso hat gekillt und konnte mich nicht killen bei Cooldown, I guess. Also du bist schon seit, bestimmt 30 Sekunden tot. Ist in Labflask, oder? Hast du gerade gesagt. Ich kam aus Specimen raus. Lab, vor 10 Sekunden. Ja. Also ich kam aus Specimen raus. Davor habe ich Franz gecrossed im Labor. Wenn ich den Kill im Labor gemacht hätte, dann hätte Franz den reported, weil Franz ja dann im Labor war. Nee, weil wenn der 11 Sekunden alt ist, dann bin ich aus dem Labor rausgelaufen, schon längst. Ja, weil Hahn gerade gesagt hat, ich habe Kill-Cooldown gehabt. Wenn der, Leute, sind wir sicher, dass der 11 Sekunden alt ist? Ja, ich bin Medic. Ich habe einen Body Report. Denke, Linda ist halt, wenn Linda jetzt schon ein Admin ist und wenn sie wirklich eine Task neben mir gemacht hat, was ich nicht ganz sagen kann, weil ich war an dem komischen Sound-Ding da, dann ist sie früher ins Specimen gewesen, als der Kill war. Also dann hat sie es zeitlich wahrscheinlich nicht. Was meinst du, Franz? Ah, ich hab's ja auch. Also ich bin einfach nur durchgelaufen. Schild mich nicht, ich bin nur Gammel. Ich hab mein Schild ist schon lange raus. Warte, der andere mal raten, wer es hat. Zwei Imposter bei uns. Also der eine Wurf. Ich hab das Schild, Freunde. Genau, Timmit hat mein Schild. Leute.
Okay. Wer will da Leichen verstecken? Nee, ich habe Tim mit einer Lifeline sterben sehen und ich bin jetzt zum Banden. Warte, dann hat gelogen mit dem Schild. Nein. Next, genau. Weiter, alles gut. Nee, also ich wollte jetzt einfach nur einen Double-Kill preventen. Also, ich weiß jetzt nicht, wo Tibbet gestorben ist, aber ich habe es an der Lifeline gesehen. In Lab. Dann, ich wollte sagen, ich hätte es gewusst, aber. Und in Camouflage habe ich gesagt, komm, bevor dann noch ein Kill passiert, mach ich einen Button. Ja, das ist eine gute Idee. Also, es sah jetzt irgendwie sehr ungünstig aus. So, ich war hinter Bless und dann ist er wieder zurück und ich bin auch zurück und dann lag da die Leiche. Ja. Also, Franz kann den Kill nicht gemacht haben. Aber Luna, du hast die Leiche gesehen, aber nicht reported? Nein, da war noch keine Leiche, als ich durchgelaufen bin. Da war niemand, das Licht war. Gerade. Ich komme von oben, von Lab. Ja, ganz kurz, um da noch ein bisschen Info zu geben vorab. Ich bin rausgelaufen, als Licht ausgegangen ist aus Lab. Ich habe Lesk vorher auf dem Scanner stehen sehen. Maluna ist an mir vorbei reingelaufen, danach ist Timid an mir vorbei reingelaufen. Beide sind reingelaufen. Maluna zuerst, dann Timid und dann bin ich zu Light und ich habe Light gefixt. Franz kam auch rein. Franz kann den Kill nicht gemacht haben. Ja, pass auf, ich sag euch mal ganz kurz, wo die Leiche liegt, okay? Ich war in Decon und habe meine Kabeltask gemacht. Hab dann die links daneben bekommen, bin dann links rausgelaufen, hab gesehen, dass Mazat vor mir stand. Und dann bin ich ein bisschen nach oben, hab einen Report bekommen und stand Mazat auf der Leiche drauf von Timid. Kam aus der Richtung, einer von euch muss es ja gewesen sein. Also entweder du oder Bart. Was war die Sache mit Vleskat gelogen wegen dem Schild? Ich kann's nicht gewesen sein. Nee, das war Quatsch, Weil Timid meinte, dass er ein Schild von mir bekommen hat. Weil ich gesagt habe, es ist ja offensichtlich, wenn man ein Schild hat. Aber Timid hat natürlich nicht mit Schild. Bart, ich habe eine Frage. Wie konntest du das alles sehen, wenn das Licht aus war? Du bist ja mir vorbeigelaufen, als das Licht gerade ausgegangen ist. Timid ist durch meinen Lichtkreis durchgelaufen. Ach so, beide also. Oder was? Naja, du hast. Also den Kill können jetzt entweder nur Vlesk oder Maluna gemacht haben. Nee, Bart oder Maluna aus meiner. Also Bart oder Maluna. Ich kann ihn nicht gemacht haben, weil ich bei Franz bei Light war. Ich habe Lights gefixt. Wenn Hahn wenn sagt, wo ist denn Basel? Hahn hat den ja gesehen gerade. Ich war in Comms und Weapons gerade. Das heißt, wir können Hahn auch ausnehmen für den Kill. Das heißt, es bleiben Maluna und Linda für den Kill. Ich denke, also 99% ist es Mazat gewesen, denke ich. Ich hab's wieder alles zu erwischt. Ich wollte Maluna, weil sie so hot ist. Dankeschön. Dankeschön. Ist sie Jester? Bitte nein. Bitte nein! Ist Jester, oder? Sie ist nicht Jester. Hahn hat gewendet. Hahn hat gewendet. Ich wollte gerade noch zum Button laufen. Ja, Leute, ich war Swapper, aber ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ja, du musst, bevor du votest, musst du quasi diese zwei Zeichen klicken. Ja. Das ist halt wirklich so krass. Na? Also ab nächste Woche Mittwoch, Game Over. Deswegen will ich ja jetzt diese Woche vorproduzieren. Das hat ja alles seine Gründe, meine Freundskis. Wie viele Camps kann ich eigentlich setzen? Eine? So. 5 von 7 kann ich. Digga, was? 7 von 7. Ja. Das ging schnell. Hä? Wie konnte mein Target. Halle ist vor mir umgefallen. Ja, ich bin Warlock, hab ihn gecursed. Mikro nur Teste gecursed haben, aber. Ich hab geholt, Hahn. Nee, Teste. Bitte. Ich hab gerade Kalle getötet. Warte. Wer ist mir gerade entgegengekommen? Der kann auch bezeugen, dass ich jetzt nicht stillstand. Ja. Du hast mich ja laufen sehen, ne? Also kannst du mich ja. Ja. Wer? Hier. Ja, dann hat sie sich an mir erschossen. Also, ich habe über meinen Kill-Button so eine, keine Ahnung, so eine Voodoo-Puppe, da habe ich draufgedrückt, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Was ist das? Weil es geht nicht abgeholt. Weil ich hab Kalle. Du musst aufpassen, ne? Sonst wirst du noch gevotet wegen so einer Scheiße. Also ich glaube, Hahn ist Chester. Also, warte, ein Hahn. Troll. Hallo. Komplett. Ist das mal jetzt zu oder nicht da? Ja. Ist Trolls. Also, ich hab Kalle ein Schild gegeben und sie fällt um sofort. Das muss ein Warlock-Kill sein. Ja, aber dann kann sie nicht getötet werden.
Ja, oder Vampir bist, wenn du ne, ihr weil, ein Schild gegeben hast. Yannick nee, ist ja gerade noch runtergelaufen. Ne? Oder? Nee, aber ich bin. Aber ich bin. Dann kann nichts passiert sein. Sie muss sich erschossen haben. Sie muss sich erschossen haben. Ja, das stimmt, aber ich bin über Engine Room in Cockpit reingelaufen. Warum machst du sowas? Für die, die nicht dabei waren, wo war der Kill denn? Ja, in Vault. Ihr habt Puppe gemacht mit Teste. So. Dann wollt ihr meinen Diamanten machen. Gib Kalle ein Schild, sie fliegt um. Aber Terste, warum sagst du denn ich? Du bist doch aus Vault reingelaufen, rausgelaufen. Ich war doch gar nicht in Vault, ich bin doch direkt runtergelaufen. Ja, du warst aber in der Nähe, ne? Du hättest halt vielleicht beißen können irgendwie. Ja, ich bin da gespawnt, das war's aber auch schon. Ja, aber Kalle konnte ja nicht sterben, mir hab ich ja Schild gegeben. Du konntest ja nicht sterben, oder? Wieso kriegt er denn jetzt zwei Votes? Junge, ist das geil, Alter. Ah, Franz, wie war eigentlich der? Du wohnst doch hier, in der Nähe. Richtig schön auf einen Kaffee oder, keine Ahnung, ein, alkoholfreies Radler. Wird Zeit, mein Engel. So. Stefan, halt mal dein Maul. Geil. So, erstmal hier rein in die Olga. Meine Wandfarbe will einfach nicht trocknen. Harnweißes Gerät, komm doch mal her. Stell dich ins Schlafzimmer. Kick weh. Lol. Slide mir doch mal in meine Direktnachrichten, Babygirl. Nur lass es halt nicht, Franzi wissen, dann krieg ich wieder Schläge, ne? So. Naja. Samael, like this. Gib mir Zeit und Ort und ich bin da. Geil. Nice. Wo hat denn eigentlich niemand eine Cam mit Verdacht? Ich glaube sogar hier, oder? Mach ich jetzt auch. Geil! Hiwi! Schön in die Cam und gucken, wie ihr gefickt werdet. Oh, Lusoria. Ich glaube, es ist der erste. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo? Im Fotoraum in Main Hall. Moment. Nee, im Fotoraum. Ich komme rein, er fällt um. Dann könnte ich. Der ist gerade runtergelaufen. Also ich, könnte ein Vampir-Kill gewinnen. Ich kann so hier rausnehmen. Also da ja. Muss der relativ frisch sein. Ja, der ist eben gerade erst ungefähr. Also ich. Der ist nicht also, mal eine Sekunde alt. Meinst du Wallow-Kill? Nee, weil wir waren nicht da. Also wir waren rein, nicht drin. Also ich bin reingegangen und ich sehe ihn noch umfallen. Ah, okay. Und das okay, könnte dann hinhauen von den 5 Sekunden. Warum soll ich es dann gewesen sein jetzt? Weil du gerade da runter Richtung Electrical uns entgegenkam. Ja, das ist richtig. Ich bin nicht gekreuzt, aber da waren auch noch 3 andere, ne? Ja, aber die du bist andere. Von oben gekommen. Es waren insgesamt gerade 5, also ich war kurz bevor ich angekreuzt bin. Moment. Table waren 5 Leute in Electric. Ja, ist Moment mal, das ist falsch, ne? Ich bin nicht von oben gekommen, ich bin von Kitchen gekommen. Hä? Nein. Doch, bin ich wohl. Über Gurke? Security Cams, ich war in ich bin mir sehr unsicher. Gurke? Aber mein Vote ist eh immer Terste. Also Terste ist auf jeden Fall kein Warlock, weil ich bin Warlock und ich habe Lusoria gecursed und der Report kam ja instant. Deswegen, also. Junge, du bist ein Troll. Leute, ich war am Table. Bitte, ich will jetzt hier nicht rausgevotet werden. Ja, es hat eh schon jeder gevotet. Ne? Ich hab geskippt. Also, wenn ich jetzt hab geskippt. Alle auf also wenn ich jetzt rausfliege, seid ihr richtig asozial, ne? Ich hab geskippt. Okay. Ja, haben wir alles von Harm gelernt. Asozial, Harm. Was sind das für Bastarde? Was haben wir alles von Harm gelernt? Oh, diese Figuren, ey. Oh, Obermeier, ey. Ah, oh, geil. Haben wir alles von Hahn gelernt. So, als ob ich der absolut letzte Mensch wäre. So, what the fuck? Ah, geil. So, erstmal hier, like this. So. Junge. Eins im Chat, wenn ich asozial bin. Wer will jetzt wissen? Sagt nichts falsch. Ich weiß, was Stefan schreibt. Ich weiß es einfach. So. Hat er das gesehen? Hey, ich werde jetzt von Oberbayer gefickt. Ja, ich habe Shitzi in Electrical gefunden.
Der kann aber noch nicht lange tot sein. Der war gerade eben noch an mir vorbeigelaufen. Ich brauche 2 Sekunden jetzt. Ja, ich war vorhin noch an Camps, da war Mini, da war Shitzi da auch noch da. Und dann habe ich aber nicht gesehen, wo Mini. Ach, guck mal, Mini ist auch tot, ne? Sag mir mal eben kurz, wo die Leiche ist. In Electrical, ungefähr in der Mitte. Ich habe 2 an Camps gelassen. Also das kann eigentlich fast nicht sein, weil ich mache gerade die Schalter-Task und ich laufe da die ganze Zeit umher. Es kann eigentlich nicht sein, dass Shitzi da irgendwo liegt. Es waren aber 2 Leute auch da. Wen hat Tana an Camps gelassen? Weiß ich nicht mehr. Ich war an Camps. Also Yannick lief da unten rum, Floki lief da unten rum. 2 Sachen. Ist auf jeden Fall durchgelaufen. Also ich war Lifeline, da war noch keiner tot, da war Lusoria und Floki auch Lifeline. Ich lauf Cargo Bay und beide anderen sind links in Elektrik rein. Kurz eine Sache. Ich war jetzt. Ja, bitte. Eine Verständnisfrage. Ich habe gerade vor ein paar Leuten, ich glaube Oberbayern noch so 2 Leuten, in der Küche eine Kamera platziert. Und man kann doch auch mit als Security Guards die Vents zu machen, weil wie geht das? Ja, ja, einmal den Vent laufen und dann hast du da an den Vent. Ich kann hier im Vent sein und dann ist da statt der Cam-Button der Seal-Vent. Also, achso, okay. Also wenn Shitzi jetzt noch nicht lange tot ist, das kann sein. Ich, wie gesagt, ich laufe da die ganze Zeit rum, der kann noch nicht lange tot sein. Also ich will Terz nur, wenn überhaupt, leicht fassen, aber ich kann auch sein, dass gerade jemand erst reingedippt ist und ihn getötet hat, weil ich war gerade bei den unteren Schaltern. So, also das kann sein. Ganz kurz, Hahn, Dings Vent kostet 1 Schraube, Cam 2. Dein Halbi, bist du mich gerade in der Dusche gecrossed? Ja, ich wollte auch Faro rausnehmen. Warte mal, was für Schrauben? Ich kam nicht. Was für Schrauben? Da steht eine Anzahl du über den Fass. Du hast 7 Schrauben. Und kannst halt... Ja, nee. LOL! Machen. Ich hab, das sind meine Tasks! Okay, gut. War doch die okay. Also, Junge! Wenn das kein Bomben-Alibi ist, ne? Geil. Geil! Das ist ja komplett nice, ist das! So. Mein erstes da, lass es dir schmecken, Babygirl. So. Das ist Vampir, oder? Okay. Ja, Klein Feini liegt oben im Meetingraum und kann nicht lange tot sein, ne? Ich bin gerade im Meetingraum hochgelaufen von Gaproom. Wer? Gurke? Ja, Gurke. Ich hab dich da nicht gesehen, Gurke. Wo bist du denn da? Ich bin gerade hochgelaufen. Also ich stehe jetzt gerade am Müll, da bei dem Hebel. Okay. Davor das heißt nicht lange... Ja, weiß ich nicht. Sie hat sich ja gerade beschwert. Ne? Lol. Also ich vermute einfach, sie ist nicht lange tot. Ne? Aber wo liegt sie? Ich habe halt, weiß ich nicht genau. Ne? Ich sehe ja die Leiche nicht, wenn Lights aus sind. Ja, aber wo dagegen? Irgendwo... Bedeutet. Ja, im hinteren Drittel, ne? Aber wenn wir mal ganz kurz wenn die Meeting Room liegt, kann aber nicht sein, dass jemand weggelaufen ist, also muss es ja eigentlich Tester sein, weil ich bin ja gerade hoch und ich habe ja niemanden runtergelaufen sehen. Meeting Room, glaube ich, kann ich Hahn rausnehmen, der war, glaube ich, mit mir im Ding vorne. Okay, müsste mich auch rausnehmen können. Für den Kind. Ich bin gerade am Fuel Deck unten. Also ich denke, ich war noch in der. Ich war, ja, das kann sein. Also ich jetzt... war gerade eben noch. Jetzt hier schön. Also ich habe die Schalter gerade umgelegt, vielleicht in Electrical und bin gerade durch Medical durchgelaufen. Also, was ich nur sagen wollte, also ich habe jetzt Oberbayer bestimmt schon 7 Sekunden nicht gesehen, ich bin jetzt auch schon wieder Main Hall, aber wenn der Kill oben in Dings liegt, dann kann er den Kill eigentlich nicht gemacht haben. Ja. Nee, er steht auch gerade neben mir in meinem View, links sehe ich ihn noch. Ja, er steht da, okay, im Viewing-Deck, stimmt. Ja, ich brauche gerade sehen, Gurke, ne?
Ja, Floki, wo liegt die denn im Meeting Room? Ja, irgendwo hinten irgendwo. Ich bin. Ja, wow, Digga, da kannst du mich ja auch nicht sehen, wenn ich vorne bin, bei der Leiter. Oh, wer hat die erste gewotet? Ich. Ich nicht. Bin ich der Einzige, der es gibt? Oh, hat? Leute. Wieso? Ist das Safe Jester, oder? Nee. Hallo! Der. Ich habe Faro gefunden. Ich war bei Dings, wie heißt es? Bei Admin. Und der liegt quasi kurz bevor man halt in diese Kreuzung geht, so zu Armory und Main Hall. Keine Ahnung, wie alt er ist. Also ich bin gerade rausgegangen und ja, da lag er halt. Okay, also ich bin im Meeting Room gewesen, da ist auch Floki reingelaufen. Mhm. Du hast da die ID eingegeben, stimmt's? Ja. Wo liegt die Leiche Armory, hast du gesagt? Nee, also wenn, also das liegt mehr in Richtung Admin drinne. Also es ist nicht in Admin drinne, aber mehr links. Das ist ja so eine Kreuzung. Mhm. Okay. Haben wir Admin, nicht Admin-Info, hier die Lifeline-Info? Nee, ich will gerade erst dran. Also wenn er nicht 5 Sekunden alt ist, also wenn er nicht länger als 5 Sekunden alt ist, dann kann ich Oberbayer rausnehmen. Also der könnte ihn nur in den letzten 5 gemacht haben. Ja, aber ich bin in die Camps sind an. Und ich habe gerade noch irgendjemanden ein Ding oben rechts gesehen, in Records. Ja. In der Cam. Der wird im Übrigen... Gerade ja, oder... Was? Also vor 5 Sekunden ungefähr war ich Records, bin oben rechts rumgelaufen durch Cargo Bay. Burke, als Lights aus war. Ich war im Meeting Room, bin dann durch Records, Showers und bin dann Main Hall. Eisbisa und Floki? Ich bin von Oberbay abgehauen, permanent, und bin jetzt in Electrical unten in der Ecke. Also er kann mich rausnehmen für den Kill. Ja, Eisbisa und Kai. Ich war auch im Meeting Room, wie schon gesagt, aber hab mein ID-Code und bin jetzt Engine Room. Dann kommt für mich eigentlich nur Floki oder Gurke und frage, ich würde jetzt hier auch definitiv wen voten. Weil es sind ja zwei relativ stille Kills passiert und ich will jetzt genau. Ich würde Floki voten. Aber bei der letzten Runde so leise. Wegen dem Meeting Room. Ja, dann wollte ich Floki. Okay. Das wird jetzt eh ein 3-3, oder? Nee. Ach Gott sei Dank. Warum du mich wurst? Ja, er ist Jester, oder? Oh nein! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Oh mein Gott! Und ein Chester und zwei Crew. Fuck, Mann. Also, ja, wirklich so gut gespielt haben. Wir haben wirklich gut gespielt. Echt gut gespielt, aber jetzt am Ende habt ihr leider den falschen erwischt. Ja, aber wir müssen halt draufspringen, einen rausholen. Ja, klar. Das war aber wirklich persönlich. Das war eine gute Runde. Kerstin wird einfach immer rausgevotet.